Wir befinden uns hier im Magazin des Tiroler Landesarchivs, 30 Kilometer an einzigartigen Dokumenten, die das Leben unserer Vorfahren beschreiben. Geburt, Tod, Heirat, Eigentum, Wirtschaft, Militär, Umwelt. Ein Großteil dieser Dokumente ist handschriftlich verfasst. Aber wer kann denn noch Kurrentschrift des 18. Jahrhunderts lesen? Genau das ist nun der Ausgangspunkt für unsere Transkribus-Plattform. Transkribus basiert auf maschinenlernenden Verfahren und kann historische Handschriften wesentlich besser entziffern als 99% aller Menschen in Österreich, mich inkludiert. Aber sie kann das nur, wenn sie genügend Trainingsdaten bekommt, sprich Archivare und Historiker die Möglichkeit haben, die Maschine direkt zu trainieren. Der Erfolg der Transkribus-Plattform hat uns selbst überrascht. Mehr als 40.000 Personen aus aller Welt haben sich registriert. Dutzende an Forschungsprojekten, aber auch die Nationalarchive aus Finnland, Schweden, Dänemark, England und den Niederlanden verwenden bereits Transkribus. Im Sommer 2019 haben wir deshalb eine europäische Genossenschaft, die ReadCorp SCE, gegründet. Der Gedanke der Zusammenarbeit zwischen Archiven, Universitäten, Familienforschern und der Industrie steht im Mittelpunkt unseres Unternehmens.